So, einen wunderschönen guten Morgen. Kommen wir gleich eben zum DAX. Was ist heute passiert? Der DAX ist nicht über die 9750 Marke angestiegen und hat dadurch eben nicht das gewünschte Kaufsignal in Richtung 9850 gemacht. Hauptsächlich schuld daran ist die schwache Volkswagen-Aktie. Die liegt heute schon wieder aktuell über 6% im Minus. Wieso ich das Live-Trading gestartet habe, war, weil der DAX hier unten an einen Unterstützungsbereich bei 9650, weil er den Unterstützungsbereich erreichte. Die zweite Anlaufstelle wäre eben die 9630 gewesen. Zuerst eben noch gedacht, geht weiter runter. So, noch nicht investierte Anleger sollten auf jeden Fall den Ausbruch über 9750 abwarten oder eben noch einen tieferen Rücklauf. Wieso ich eigentlich recht bullisch bin? Liegt eben im Tageschart. Hier könnte sich eben ein Doppelboden ausbilden. Aber hier liegt eben auch der 4-Stunden Widerstand. Ist eben gedeckelt noch durch den 4-Stunden Widerstand. Die beiden Aktien, die ich am Freitag vorgestellt habe, waren ja E.ON. Die sind im Prinzip bislang exakt so gelaufen, wie eigentlich gewünscht. Nur hier kommt eben der Widerstandsband liegt hier eben auch noch im Wege, bevor das erste Kursziel bei 8 Euro, bei ca. 8,30 Euro erreicht wird. RWE ist heute deutlich stärker. Hier wurde wirklich der Widerstandsbereich mit einem Gap überwunden. Und sollte, wenn die Volkswagen-Aktie auch ein bisschen drehen sollte, sollte hier eben weiter positiv die Aktie entwickeln und bis zu 11,11 Euro aufmachen. Kommen wir eben kurz noch zu Volkswagen. Hier ist ganz klar die Kauftriggermarke nicht erreicht worden und hat eben deutlich ein neues Tief gemacht. Ein unteres Kursziel habe ich im Moment nicht ausgemacht, da müsste ich später nochmal schauen, wo der nächste Unterstützungsbereich liegen könnte. Und genauso liegt eben hier bei Porsche eben auch noch kein Kaufsignal vor. Der Abwärtstrend ist weiterhin intakt. Aber die Aktie liegt auf jeden Fall bei mir auf der Watchliste. Ich werde mich um die Mittagszeit nochmal kurz melden und noch ein Update vom DAX vorschlagen. Bis dann. Tschüss.